Ja Leute, willkommen zu einem Unboxing-Video und zwar von Samsung Galaxy S23 Ultra. Wir haben hier es einmal in der grünen Farbe. Ihr seht es schon, der S-Pen abgebildet. Wir haben hier einmal die 512 Gigabyte Version mit 12 GB RAM. Ja, so, richtig. Ja, da sieht einmal die Verpackung aus. Immer so ganz easy. Wir haben hier einmal zwei schöne Streifen. So typisch bekannt wie Bärten. Also ich muss ehrlich sagen, die Kartons werden auch noch flacher und breiter. Irgendwie wollte das gerade nicht so richtig. Zweiter Versuch unten, einmal schön mit Schmackes abziehen und schon öffnet sich das Ganze. Ja, und auch wie beim iPhone ein schönes Detail, wo hier die Kamera drin so reingehen kann, quasi. So. Das Ganze einmal rausnehmen, dann haben wir hier einmal das Gerät an sich. Ja, wie Leute ja schon gesagt haben, das Ding wirkt schon ganz schön in der Hand, also hat schon ein ganz schönes Gewicht drauf. Ja, wenn man das Ganze in der Hand hat, wird es schwer. Und ja, ist da noch mehr drin? Hier ist schon nicht mehr drin. Das haben wir hier noch. Ein kleines Case und da ist auch der ganze Rest drin. Wir haben hier eine Betriebsanleitung, einen Stecker, um die SIM-Karte einzufügen. Hier haben wir ein USB-C zu USB-C Netzteil. Ja, das können wir mal wieder einpacken. Ja. So. Dann hatten wir einmal hier dieses Gehäuse. Hier ist auch noch ein komischer QR. Keine Ahnung, was der gut sein soll. Aber das ist auf jeden Fall auch in der Box drin. Und dann haben wir hier einmal das Gerät an sich. Was ich noch hier zum USB-C-Anschluss vergessen habe zu sagen. Hier wird mit 45 Watt geladen. Tja, ich weiß, viele werden jetzt sagen, das lädt noch ganz schön langsam. Das iPhone lädt natürlich noch langsamer. Das wird immer noch mit Lightning, mit, zwischen 20 und 30 Watt geladen. Und ich muss ehrlich sein, ich finde das auch gut, so was viele Technikleute immer wieder vergessen. Je schneller ihr den Akku lädt, desto schneller geht er kaputt. Und desto mehr Spannung drauf geht, auch wenn das für Fast Charging geeignet ist, es geht trotzdem kaputt. Es geht trotzdem schneller kaputt. Genau, hier haben wir meine LED. Auch ganz interessant, dass das hier unten, hinten unten klebt. Hier haben wir die 200 Megapixel Kamera. Also insgesamt hat ja natürlich jedes Bild nachher 12 Megapixel. Das sind daran, dass ihr euch ja 12 Megapixel, also 200 geteilt durch 12, das heißt ungefähr 16 Stück. Ein bisschen mehr als 16 Pixel werden zusammengezogen zu einem Pixel. Dadurch habt ihr halt viel krassere Details. Und das Gesamtbild hat 200 Megapixel, also 2 Millionen so kleine Transistoren in drei Kameras zusammen. Weitere Details zur Kamera. So, nutzt ihr den dreifachen oder den zehnfachen optischen Zoom der Kamera, dann habt ihr 10 Megapixel sogar nur noch. Nutzt ihr den Ultraweitwinkel, dann habt ihr 12 Megapixel, also dann wird das Ganze runter reduziert von 200 auf 12 Megapixel, was ja nachher eh euer Bild hat. Und die Frontkamera hier, die hat 10 Megapixel. Auch gut zu wissen über die technischen Daten, dass das so ist. Tja, wie gesagt, hier haben wir gefühlt nicht drei Kameras, sondern fünf Kameras. 3 und 5. Die Farbe in grün. Wir haben hier unten einmal den S-Pen. Den kann man einmal rausheben.
Ja, und beim S-Pen gibt es schon bereits eine bekannte Schwäche. Die gab es auch irgendwie bei den Vorgängermodellen schon. Nämlich, wenn das hier drin ist und ihr angerufen werdet, dass hier dieser S-Pen drinne vibriert. So, das heißt, hier diese Halterung ist am Arsch. Und dann könnt ihr es gleich mal wieder einschicken und ein, ja. Der Pen an sich ist nicht am Arsch, sondern hier drin die Fassung ist schon so quasi, ja, hat sich halt schon gelöst. Das ist auch, finde ich, immer ganz witzig oder ganz wichtig zu wissen, dass das ein bekannter Fehler ist. Hier kommt einmal eure SIM-Karte rein. Hier, genau. Hier einen Lautsprecher. Der andere Lautsprecher befindet sich dann hier irgendwo oben. Natürlich haben wir jetzt auch bessere Lautsprecher in diesem Gerät verbaut. Es wird eine Mikro-SIM-Karte hier drin. Oder Nano-SIM-Karte, auf jeden Fall die auch. Die kleine Mini-Größe, wie auch im iPhone, wird hier mittlerweile verbaut. Der Querzoll, wenn wir jetzt hier das Ganze einmal abnehmen. Tja, jetzt spiegelt das Ganze schon gar nicht mehr. Schade. Seht das ganze Spiegelchen schon hier schön. Wir haben hier 6,8 Zoll. Hier die Laut- und Leiser-Tasten, die Anmach- und Tastensperrtaste. Und zwar haben wir hier die 12 GB RAM-Version mit 512 GB Arbeitsspeicher. Es gibt auch noch eine 256 GB Version und die hat dann aber nur 8 GB RAM. Das solltet ihr vorher bedenken, bevor ihr das Ganze bestellt. Also wenn ihr euch zwischenzeitlich immer mal wieder auf Amazon guckt, da gibt es immer wieder erste Rückläufer, Leute, die das bestellt haben und zurückgeschickt haben, die dann ja den Preis drastisch runtergehen lassen. So habe ich dieses 512 GB S23 Ultra schon für 1300 im Angebot gesehen und es natürlich mir auch geholt. Denn so viel zahlt ihr ja für die 256 GB Version. Das hier nochmal meine Empfehlung zwischen rein. Es gibt auch eine 1 TB Speicherplatz-Version, die dann auch 12 GB RAM hat. Es ist mit einem Snapdragon der 8. Generation, Snapdragon 8 Prozessor der 2. Generation, Entschuldigung, der speziell für das Samsung Galaxy optimiert wurde, also speziell hier für diesen schönen Chip, der hier drin ist, den wir leider jetzt nicht sehen und für den wir hier, denke ich mal, ziemlich viel auseinandernehmen müssten, um an ihn ranzukommen. Ja, da wird bestimmt bald auch ein Video, nicht von mir, aber von einem Kollegen bestimmt, kommen, in dem man das Ganze auseinandergenommen wird und man das Snapdragon sehen kann. Eingebaut. Damit haben wir auch eine neue Generation und auch das vergleichbare Asus ROG mit 16 GB RAM, was extra fürs Zocken noch größer ist, gemacht ist. Ja. Soll damit auch übertrumpft werden von der internen, ja, dem ARM-Chip, der da drin halt verbaut ist, auf jeden Fall. Für 512 GB zahlt ihr, glaube ich, 1600 und für 1 TB 1800 oder 1900 wäre wirklich diese große Speichermenge benötigt. Da sollte sich der kann diesen Preis einfach nochmal nachschauen. Allerdings haben wir hier Android und ja, es ist Android 12 natürlich, welche Betriebssystem auch sonst auf Samsung drauf sein sollte. Das von Google ein wirklich der Android auf Linux-Basis. Der Akku, der da drin verbaut ist, ist jetzt immer noch der 5000 mAh starke Akku, der jetzt aber, dank dem Snapdragon, viel, viel länger halten soll. Denn davor im S22 gab es ja diesen Samsung selbst entwickelten Chip, der leider ein Flop gewesen sein soll. Also da es jetzt mein erstes Android-Gerät seit dem S4 ist, muss ich ehrlich sagen, kann ich euch nicht so viel erzählen, was in der Frühgeneration so für Fails passiert sind. Aber der Akku soll jetzt tatsächlich 1,5 Tage durchhalten mit dem, ja, neuen Prozessor. Davor war er jenseits, ja, des Tages. Wobei, mein iPhone hält auch mittlerweile nur noch einen Tag durch. Und am Anfang hat es 2 Tage durchgehalten. Also wir sprechen hier vom iPhone 14 Pro. Nicht Max, sondern nur Pro.
Genau. Da bin ich auch mal dann im Alltag gespannt, ob es wirklich auch wirklich diese anderthalb Tage, wie viele im Internet schon geschrieben haben, durchhält. Ja, wir haben hier natürlich extrem den Vorteil, dass ja, hier über USB-C Daten viel schneller übertragen werden können als über Lightning. Und da ist dann auch viel mehr bessere externe Festplatten gibt, um die Daten zu verwenden. Außerdem ist der Dateimanager bei Android deutlich einfacher zu gestalten als bei Apple, was ich selber oft spüren musste. Habt ihr noch Fragen zum Samsung Galaxy S23 Ultra? Dann schreibt es mir doch in dem Fall einfach mal in die Kommentare. Ich bin mal gespannt, wie dieses Gerät zum Alltag sein wird. Ich werde es jetzt testen. Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns. Bis dahin, ciao und tschüss.